Ja, bisher hat das Übertragen von Dateien vom Handy aufs FIS-Control immer ewig lang gedauert. Beginnend mit der Firmware-Version jetzt von Dezember 2019 ist das deutlich optimiert. Das heißt, man muss jetzt noch einmal ein Firmware-Update auf alte Art und Weise machen und dann ab der neuen Version, wenn die aufgespielt ist, kann man eine neue Funktion benutzen. Die sieht man jetzt auch hier in der App. Wenn ich verbunden bin mit dem FIS-Control, gibt es hier einen neuen Punkt, der heißt MMI Fast Upload. Wenn ich den auswähle und an das FIS-Control sende, dann wechselt das FIS-Control in diesen schnellen Upload-Modus und ich kann jetzt vom Handy aus beliebige Dateien an das FIS-Control übertragen. Das heißt, sowohl Firmware-Updates als auch Hintergrundgrafiken und die Nadelgrafiken als auch die Benutzerkonfiguration. Jetzt muss ich gerade noch die passende Datei auswählen. Hier in meinem Download-Ordner habe ich ein Firmware-Update. Das werfe ich jetzt mal an. Hier oben hat man einen Fortschrittsbalken. Der läuft jetzt deutlich schneller als vorher. Das heißt, da sieht man jetzt, wie lange es ungefähr dauert. Als Hinweis noch, wenn ich hier unten diesen Buchstaben F einmal pro Sekunde ankommen sehe, dann erkenne ich daran, dass das FIS-Control empfangsbereit ist. Ich bekomme es aber auch auf dem FIS-Control selbst nochmal angezeigt. Und ich bekomme auch dort angezeigt, wenn jetzt die Datei gleich fertig übertragen ist. Warten wir noch ganz kurz. So, jetzt ist es übertragen und wird jetzt wirklich auf das FIS-Control gespeichert. Sobald das fertig ist, wechselt jetzt die Ansicht vom FIS-Control zurück auf die normale Head-Unit-Ansicht. Daran sehe ich, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Jetzt muss ich noch einmal die Zündung neu starten. Und jetzt läuft schon die neue Firmware, die ich eben gerade aufgespielt habe.